Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013. Ich habe Erik gerade die Anmoderation geklaut, weil ich es kann, meine Damen und Herren. Ja, ich wollte bei mir sagen, zum ersten Mal jetzt auch bei mir Landwirtschaft Simulator in 16:9. irgendwie hat der in 4:3 aufgenommen. Dafür entschuldige ich mich für die Episoden 1, 2 und 3. Und 4. Nein, ja und 4. Ja. Erik. Übrigens, Erik ist tot. Es gibt nur noch Train 1, LP. Ja. Alter Falter, jetzt muss ich da mal anziehen. 9%. Schaffst du überhaupt nicht, dass ich da irgendwie Spuren fuhr? Conny hat mich gerade eben angeschissen, ich soll nicht ins Mikrofon rülpsen. Ja. Ich habe gerade Fassbrause in die Mühe stehen, also ich habe genug Vorrat. Oh, zu schnell. Achtung, ich flieg links ab, weg! Kannst gerne das Mikro rülpsen, hab nichts dagegen. Ja, jetzt kann ich gerade nicht. Jetzt ist er beschäftigt. Das Schlimme ist, er holt uns jetzt mit dem Gruber langsam ein. Der hat irgendwie ein wenig leichte Schiefneigung, du musst ja dringen, dass das wieder grad wird. Da hast du ein Stück vergessen, ne? Ja, das ist ja wurscht. Kann man nachher noch machen. Aber grob halt einmal, dass das Feld halt ein wenig weg ist. Und mach halt nichts weg, was noch steht, ne? Das ist reine Verschwendung. Wir haben's ja. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht. Ah, Erik, übertreib nicht, wir haben's doch. Oh, wer hat denn dieses Feld hier so zerpflückt, ey? Ja, guck dir das doch mal an. Schaut sehr natürlich aus. Das kriegt ja nur ihr zwei zusammen. Aber selber, immer die scheiß Österreicher. Ja, immer die Beefgies. Ey. Ist keine Beleidigung. Erik, ich laufe wieder voll. Ja. Ich bin gerade ganz unprofessionell. Ich nehme jetzt während des Let's Plays ein Würstchen. In die Hand und rubbelst es hart. Uiuiui. Da gibt es aber noch viel zum Wegmachen. Ja, fort zum mal. Wir pissen halt. Ja, fort. Ich gebe mal Gummi. Schon? Felix, bist du schon wieder leer? Ja. Alter, wie viel passt in meinen Anhänger rein? Viel zu viel. Ja, Felix, gib mir Gas, gib Gas jetzt. Boah. Ja, wenn du im Weg stehst. Ja. Wie gesagt, mach mal wirklich nichts weg, was irgendwie noch steht. Ja, ich hab's vor, nur ich müsste wenigstens schneller arbeiten. Ja, den Futzel kannst du da wegmachen. Nee, dann lass ich stehen. Uah, zu schnell! Miep, 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 miep! Erik, vor! This vehicle is reversing! This vehicle is re... Dieses Fahrzeug fährt zurück. Achtung, dieses Fahrzeug fährt zurück. Ja. The vehicle is reversing. Ah, ich bin schon wieder zu schnell! Willst du mich denn verarschen? Was ist denn dies? Da ist gerade irgendwie... ploppt da gerade irgendwie die Zeugs auf. Seht ihr das auch? Da ist irgendwie grüner... weiß ich nicht. Was ist das? Es ist jetzt Grünspan, was da rumliegt auf dem Feld, oder was? Was ist das? Ah, oh, Erik! Ja, ich will mich halt... Ah, Erik! Der Pegel ist zu hoch. Sagt wer? Mutter ist zu hoch. Hey, keine Mutterwitze. Deine Mutter ist so fett, die liegt unter der Kasse und macht Piep. Ich hab denn deine Mutterwitze aber anders in Erinnerung. Ja, ich auch. Was ist Erik? Nicht so viele Beleidigungen hier. Erik ist so scheiße, der geht kacken. Conny? Ja? Wenn du mal guckst auf dem Feld rechts, hast du so ab und zu ein paar Streifen vergessen. Ja, das Conny, ist Conny, wir haben ja ein Problem. Ja? Erik versucht die ganze Suppe hier seriös zu spielen. Ich sehe, dass du da hinten Feld wegräumst. Wir kippen's. Der Conny haut da hinten noch stehendes Zeug um. Ja, überhaupt, den kleinen Pimmelstreifen, dann ist ja wurscht.
Danke. Hier, nur von Idioten umgeben. Nur von Idioten. Hier ist ein Pimmelstreifen. Meine Mutter ist ein Pimmelstreifen. Geh weg! Ja. Geh weg, Erik! 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 Was ist denn da los? So, jetzt geht's wieder. Es wird schon. Wer macht denn hier die Geschwindigkeit immer so hoch? Lass sie doch mal auf 15. Wieso? Lass sie auf 15! Ja, gut. Ernsthaft, lass sie einfach auf 15. Oder auf 15. Jetzt 5. Dann mach 15. 15 ist perfekt. Erik, du bist mir im Weg. Es ist mir scheißegal, ich drehe mich jetzt. Shit. Er muss jetzt aber Gas geben. So, Felix, ich habe bis jetzt 20% Ladung. Nicht der Ernst, oder? Doch. Also ich glaube, wir können das gesamte Feld mit dem Felix, Teil gib Gas! Abfühlen. Gib Gas! Oh, Junge! Dann geht's nicht schneller. Alter, Mann, ist kein D-Zug. Ich geh jetzt mal das, Du gehst jetzt nicht wegbringen, Erik. Doch, ich geh jetzt wegbringen. Oh, Erik. Na, wieso? Erik, bleib hier, mach das Ding voll. Das kriegen wir sowieso mit dem Fortnite voll. Ja! Weil sonst muss ich hier wieder warten, da hab ich keinen Bock drauf. Jetzt hab ich das... Ja, wurscht. Du bist wurscht. Nee, ja. Frankfurt, ich hab jetzt wurscht bei mir... Oh, Junge, jetzt nimmt er den Streifen damit, den ich gerade abräumen wollte. War so geplant. Achtung, ich... Ich hab Tempomat drin. Ich hatte es auch mal drinne. Oh Gott, nur Idioten. Erik, du musst etwas schneller fahren, sonst... Der muss so schnell fahren wie ich, Erik, weiter links! Oh. Hier kann irgendwer Lampen reinstellen, da wird's finster. Ist nix. Ich hab meine Lampen an. ich mein so Fußballplatzbeleuchtung. Du meinst Flutlicht. Ja, genau. Danke für die... Bastikus, danke für die Bemerkung. Oh, oh, das gibt's doch gar nicht. Guck! Ja, ich fahr immer entlang eine Linie. Der längsten Linie, die es gibt. Da gibt's keine Linie. Nee, rechts darfst du nicht sagen, wir haben Österreicher an Bord. Oh. Ja, sagt es lieber nicht. Hallo, Tempomat. Klebt bei mir hinten leicht auf dem Ding, Österreicher on board oder was? Ein OE klebt hinten drauf, dieses Schild. Jetzt nee, nicht stopp. Das Dingen! Oh, Junge! Der zieht hier einfach unser noch frisches Feld weg! Ja, wann die so langsam arbeitet, was kann ich dafür? Ja, wenn du dir einen teuren Gruber kaufst? Ja, darf ich doch, oder? Ich verkaufe du weißt, dass ich hier das hinten wieder zuräume, ne? Ja, dann müssen wir aber einen anderen kaufen. Du musst jetzt da nochmal drüber fahren, weil ich das hinten wieder... Jetzt stürme die Basis. Ich hab keine Basis. Nix, nicht, wirklich nicht, Schott. Erik. Abstand halten. Nicht ein Abstand. Hier ist der Sicherheitsinspektor. Ich würde gerne überprüfen, ob sie auch den Sicherheitsabstand einhalten. Welchen Sicherheitsabstand? Die 500 Meter. Hallo! Auch mal schön zu wissen, dass ich jetzt mal nicht schuld war. Erik war schuld, oder? Conny, mach mal einig, Erik war schuld? Ja, passt. Okay. Erik, du hast Glück gehabt. Erik hat immer Schuld. Hashtag TradeScienceLP hat Schuld. Genau, das kommt auf Google Plus. Auf Google Plus. Yay, yeah, Google Plus, wir alle lieben Google Plus. Beim I. Boah, ist diese Bauernarbeit langweilig. Oh. Aber das Spiel ist cool. Nein. Beste Antwort. Wir haben die schnellste Antwort. Das Spiel ist nein. Einfach nur nein. Aber Omsi ist auch langweilig, nur das regt einen halt mehr auf. Omsi hat irgendwie ein bisschen was mehr als das hier. Omsi, bitte fangen Sie es nicht mit dem Spiel. Bitte nicht, bitte nicht. Nee, also bitte in Omsi...
kann man Bus fahren. Im Landwirtschaftssimulator auch. Ja. Erik, ich werd voll. Ach so, wer... Du gedützt. Wer hat jetzt hinten wieder was bei dir reingesteckt? Achtung, ich fahre nach links. Ich warte mal, Conny, warte mal. Halt mal an. Muss so hier rum. Also, das hat kein System bei uns. So, 60%. Jetzt 50%. 40%. Achtung, weg, Erik, weg, 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 weg! Du. Jetzt haben wir durch mit dem Feld. Dann müssen wir sehen. Dann kann man direkt das nächste Feld auch sehen. Ja. Und zwar einsehen. Oh! Echt, ist der Witz, ey. Oh! Ich stehe! Jetzt rollt's wieder. Da war gerade ein Leck. Es ist gerade irgendwie ein wenig buggy gerade. Leggy. Na, sag mal Leggy dazu. Ja. Es hat geleckt. Nennen wir es mal Leggy. Leggy. And I'm a Leggy cool. Leggy. Entschuldigung. Ach doch, Erik! Du siehst doch, wo ich als nächstes hin muss. Ja, das ist der letzte Streifen, ne? Nee. Nee, der wird hinten zu breit. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Na gut, aber heute ist gut. So. Und Manfred, der ist auch dicht. Immer, ja. Immer wieder. Immer wieder. So, da habt ihr wieder was übersehen. Wie ungenauen Striche hier schön. Erik, du musst mal langsam wieder abladen. Ja, du hast das Rohr eingefahren. Verdammt. Hallo. Zwei. Fahr an. Du, Kurve! Alter, die staubt zu elendig, da sehe ich gar nichts. Deine Mutter staubt. Wie viel Prozent hast du? 37, 38. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ja, ich sehe gar nichts! Nur Pfosten. Nur Pfosten. Das hört der Erik an, Oma. Erik! Geh weg! Geh weg! Gott, fix, geh weg! Du zitierst ihn nochmal, schieb den um da! Gut, dass ich nichts verstehe. Verdammt nochmal! Interessant finde ich, wie du schon kein Strom mehr häckselst und trotzdem. Erik versucht an mein Rohr zu kommen. Ja, das ist eh so kurz, da braucht der Pinzetten dazu. Ich schaff's das nicht, Erik. Komm hier, bleib mal stehen. Findet das Rohr und versenkt es. Im Erik. Komm! Oh! Warte, soll ich den mal heben? Das hat sogar noch geholfen. Exclusive Producer, wer ist das? Yay, wir haben es geschafft. Ich fahr schon mal mit Stufe 3 in Richtung Bauernhof zurück. Dabei kannst du ja die einsammeln. Die spiegelt gerade, ich sehe gar nichts mehr. Die Sonne muss ja jetzt auszukommen. Genau jetzt. Aber viel besser. Wie schnell fährst du mit Stufe 3? 17, 18, 18. Ist aber schon leer, Erik. Okay, soll ich das dann eben abladen gehen? Macht Sinn. Sind nur 37%. Ja, ist egal. Haben wir noch den alten Gruber irgendwo? Nee, den haben wir verkauft. Wollen wir den Seher, dann fahre ich damit weiter. Nee, ich muss jetzt das See hin. Oder kaufen wir zuerst eine neue Seemaschine? Ich würde sagen, dass wir uns einen größeren Seher kaufen, ja. Ja, genau. Ja, warte, dann gucke ich. Dann ich wäre dafür, dass wir uns noch einen
Rüben-Russen, Säher und danach ein neues Feld kaufen. Rübenernte, Kipper, Gruber, Pflüger, Sämaschinen. Zuklappen mit X. 2,1 Meter, 3 Meter. Mehr als 3 Meter. 4 Reihen. 3 Meter. 6 Meter. Genau, 6 oder. 58.000. Warte noch, vielleicht kriegen wir das gleich zusammen. 6 Reihen, ist das 6 Meter? Na. Keine Ahnung. Nee, das ist Kartoffeln, Entschuldigung. 3 Meter. Obwohl, Kartoffeln müssten wir auch mal anbauen, ne? Aber auf einem kleineren Feld. Ja, aber das ist was, was würdet ihr davon halten, wenn wir auf Feld 3 später Kartoffeln? Oh, Seen von Mais oder Zuckerrüben? Ey, Entscheidung für Kartoffeln. Feld 7 oder Feld 3? Feld 7. 7. So, kannst du mal abladen gehen, Erik? Ich bin dabei, ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gleich da. Weil, dann guck ich mal, ob ich mir da was leiste. Wie vergleichst du die Preise, Erik? Ja. Also, du musst zu Landi fahren. Also, momentan kriegen wir am meisten Geld für Raps. Ja, momentan, das wechselt, aber wir müssen spekulieren! Die Raps bei Landi, genau. Was sagt ihr denn? Soll man Raps anlegen oder nicht? Ja. Mach mal Raps. Machen wir mal Raps einfach mal. Kriegen wir denn 8? Kriegen wir Weizen, Gerste, Raps oder Gras? 3 Meter Arbeitsfläche. Ja, 3 Meter ist doch viel zu eng. 6 Meter, kriegen wir denn 62.000 zusammen? Ich weiß nicht. Haben wir jetzt gerade noch nicht. Dann muss ich erst einen kleinen kaufen, oder wir nehmen den, den wir schon haben. Dann nehmen wir erstmal den. Warte mal, ich fahr mal kurz zur Bank. Vielleicht können wir. Wo stehen die überhaupt? Die Seher. Da steht nur mein Volkswagen. Volkswagen. Das Auto. Das Auto. Das Auto. Wir haben gerade minus 12.000. Warum? Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Dinge bezahlen, da müssen wir immer so ein Ding bezahlen, so keine Ahnung, wie man das nennt. Unterhaltskosten genommen? Ja, wir haben einen Kredit aufgenommen von 175.000. Alter. Warum haben wir jetzt nur noch 2008 und 9? Keine Ahnung. Hühnchen. Da stimmt aber irgendwas Nuggets nicht. Hallo, wo stecke ich denn hier drinne? Mit dem Gamepad umgucken ist ja wo bin ich denn jetzt hier? Kommst du in die Maus oder was? Doch, da. Perfekt. So, wo ist denn jetzt hier dieser scheiß Seher? Oh, ich steig mal gerade auf. Maus. Ich weiß nicht, warte mal, wo ist denn das Ding da? Ich weiß es ja nicht. Ja, das ist das. Ist das? Nein, das ist das nicht. Das ist irgendwas anderes. Ist das? Wo? Da hat irgendein lustiger Typ hat es da hergestellt. Wo denn? Da. Ach, das ist der Seher. Okay, haben wir einen Traktor? Ja, haben wir hier. Ne, los, meine Ruhe. Das ist mein. Mein persönlicher Trecker ist das. Button back. Also, wir besitzen momentan 17.000 Tonnen Raps. Kommen die irgendwie. Wie koppelt man ab? Mit Kuh. Gamepad war sie leider nicht. Wie macht man das vorne? Auch mit Kuh wahrscheinlich. Auch mit Kuh, genau. Braucht man nämlich nicht. Scheiß Fass, geh weg. Aber wie du willst wahrscheinlich. Mich verarschen! Ich geh mal gucken, was das ist. Oh, gut, dann lassen wir das Gewicht doch mal dran. Ich brauche das Gewicht, bitte. So, nee, geh weg. Das ist meine. Ich will sehen, jetzt lass mich auch was machen. Drück mal Kuh. Ja, warte, ich stehe dann ja so hier, dass du da gleich drauf fahren kannst. Kannst du ihn überhaupt lenken? Na, nee, so wirklich. Oh Gott. Oh, sind die sperrig. Oh, sind die sperrig. Oben gerade mein Volkswagen angedutscht. Wir kriegen übrigens kein Geld von Volkswagen, genauso wenig wie von Samsung. Und Apple. Was manche Leute immer noch glauben, dass wir Geld von Samsung bekommen. Von YouTube. Kannst du mal vorwärts fahren? Nein! Kann ich nicht. Rückwärts. Zack. Aha. Erkennen wir den hässlichen. So. Schmeiß ich dir vorne das Ding ab?
Ich guck mal, was uns Feld 7 kosten würde. Du brauchst bloß zoomen. Jetzt nehme ich das professionelle Gewicht da vorne. Haben wir irgendwas zur Kartoffel, Anbauung? Leider. Oh oh. Hallo? Hallo? Kannst du gerade ankoppeln? Also Feld 7 würde uns kosten 13.135. Haben wir die denn? Nein, momentan nicht. Wer hat jetzt eigentlich irgendwas gekauft, dass wir jetzt wieder so wenig haben? Wir haben gar nichts gekauft. Ich habe ein bisschen Schulden zurückgezahlt. Aus dem Grund, weil uns dann pro Monat weniger abgezogen wird. Aber der Corny muss jetzt mal das Feld pflügen. Sicher gepflügt. Also meinst du das andere Feld? Ja, das mache ich. Boah, regt mich das hier gerade auf. Das geht ja gar nicht klar. Wer hat denn noch den Volkswagen Golf 1 gestört? Wer war denn das? Ich! So, steh auf. Steh auf, jetzt müde nicht. Guck, steck jetzt aus. Wo kommst du, steckst du aus? Das kriegst du da nicht rein. Wegen dem blöden, verdammten Golf komme ich nicht weiter. Und stell ihn doch weg, du hast doch einen Schlüssel. Na, hab ich nicht, dann hast du. Achso, ja, dann hast du Pech gehabt. So, ich stöhne. Hallo, warum kannst du das Scheißgewicht nicht anhängen? Hey, Erik, wir würden einen neuen Traktor brauchen. Wieso? Einfach so, weil wir es können. Einen neuen Traktor? Hallo. Ich werde von dem Scheißgewicht gemobbt. Da! Nein! Hey, hüpft's mal! Hüpft's mal! Kuppelt halt eure Gewichte wieder an! Ja, ich bin... kann ich nicht nehmen, Erik! Das was? Das Gewicht! Das Gewicht kann ich nicht nehmen! Komm, ein Stückchen! Ja! Ja, der Alte kann auch keine Gewichte nehmen! Ja, dann ich nehme jetzt einfach mal das da, das möchtet ihr da irgendwie dran tun. Jetzt ja, bräuchte ich noch Samen irgendwo her, ne? Da, wenn du aber nur das dran hast, kannst du damit nicht lenken. Ich weiß jetzt nicht, was ich sehen würde. Wie war's, dass ich nicht lenken kann, deswegen will ich mir ein Gewicht holen. Kann mir mal einer helfen? Na. Ich hol mir lieber Gewicht schnell. Was brauchst du denn? Jetzt irgendein Samen drin, ich weiß aber nicht erste was. Oder das zweite. Warte, steig mal aus, lass mich mal gucken. Der Erik ist verdammt leise bei mir. Redet in das Mikrofönchen. So, warte mal, schauen wir mal. Das Mikrofön. Weizen hey. Ist drin. Okay. Wir wollten aber Raps, ne? Wo hole ich mir das denn jetzt? Da hinten, ich sag's dir. Warte, ich sag's dir schnell. Ich sag's dir schnell, ja. Komm mit, wo bist du? Der Corny kennt sich aus. Ja, das ist Corny informiert. Corny, kennst du dich aus? Wie behindert das Laufen aussieht. Mal wurscht. Komm mit. Sag's da. Hey, du! Was tust du? Hey, du bist definitiv. Was habt ihr mit dem Golf gemacht? Das ist mein Golf. Den habe ich mir selber gekauft. Den habe ich ordentlich geparkt. Da hinten. Du kommst mit dem Golf da nicht mehr raus. Ist mir egal. Ja, das ist mein Golf. Der soll als Andenken für immer da bleiben. Da, schau, Thomas, guck mal. Siehst du mich? Ja, halt's Maul. Erik. Aber wie mich dieses Spiel aufregt. Wir sind schon 25 Minuten. Ich möchte nur kleine Info nehmen. Ach stimmt, wir haben 23 Minuten. Wir müssen gleich mal Pause machen. Wo? Da hinten, da, bei die Paletten. Bei die Europaletten. Marke Europaletten. Europaletten, jetzt bestellen. Das stimmt sogar, die kann man in meiner Firma sogar bestellen. Ja. Mehr Werbung mache ich nicht, krieg kein Geld dafür. Licht anschalten. Ha! Erwischt! Aber ich glaube, du musst es zuerst entleeren. Also du musst ja, und wie entleert man das? Ja, du musst das Feld damit du sehen. Hier, macht's selber, ich will das Ding nur nachher fahren. Wir machen jetzt eine Folgenpause. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, tschö! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.